Hallo ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zu dieser Buchvorstellung. Es gibt endlich wieder mal ein Video von mir. Ich wollte eigentlich schon viel eher wieder was drehen, weil ich auch viel eher schon was anderes fertig gelesen hatte. Aber damals hatte ich dann keine Zeit, da waren dann Kollegen im Urlaub und so ein Mist. Und dann hatte ich alles im Kopf, aber keine Videos aufnehmen. Dann hat mein Rechner ständig rumgesponnen, was mich auch noch zusätzlich ein bisschen belastet hat. Und als ich dann endlich wieder Zeit hatte und alles wieder in Ordnung war, gewissermaßen, dann war ich natürlich erkältet. Also gewissermaßen letzte Woche, oder naja, also die letzten zwei Wochen so ein bisschen, konnte ich nicht so richtig reden. Deswegen habe ich natürlich dann auch nichts aufgenommen. Habe mich ein bisschen beschissen gefühlt. Deswegen, ja, dachte ich mir, okay, dann warte ich diese Erkältung noch ab, bis ich dann wirklich wieder was drehe. Was dann jetzt gewissermaßen der Fall ist. Und diesmal soll es gehen um Michael Schröders Roman Schicksal. Ich hatte ein bisschen mit mir gerungen, ob ich das Buch überhaupt lesen möchte. Also Michael Schröder hatte Werbung dafür auf Facebook gemacht. Und da wusste ich noch nicht so richtig, möchte ich es lesen, möchte ich es nicht lesen. Weil 131 Briefe hatte mir ja nicht so gefallen. Dann gab es dieses andere Buch, was ich danach gelesen hatte. Jeder Tag endet mit dem Tod war das. Ich weiß immer den Namen nicht auf Anhieb, ich weiß auch nicht warum. Was ich dann schon ein bisschen besser fand, wo mir aber auch noch ein paar Sachen nicht gefallen hatten. Und deswegen wusste ich nicht so richtig, möchte ich Schicksal lesen oder möchte ich es nicht lesen. Und dann hatte ich aber das Cover gesehen. Und ich fand dieses Cover einfach so schön, dass ich mir überlegt habe, es ist egal wie das Buch ist, Hauptsache ich habe dieses Buch hier, weil ich das Cover so geil fand. Ja, scheinbar, ich habe jetzt bei Amazon geguckt, wegen dem Preis, weil der steht nämlich nicht hinten drauf und da steht natürlich auch da, wann ich es bestellt habe. Hier steht jetzt, ich habe es im November 2015 gekauft. Kann mir jetzt nicht so richtig erklären, wieso das Buch so lange bei mir ist und dass ich es gelesen habe. Aber ich vermute mal, dass es so war, dass ich das bei dem letzten Buchstabe vergessen hatte draufzupacken. Oder ich hatte es bei dem letzten Buchstabe gleich danach, nachdem ich das abgedreht hatte, dann bestellt. Ich bin mir nicht sicher, so genau habe ich jetzt nicht mehr recherchiert bei meiner bei meinen YouTube-Videos und so. Ich weiß nicht genau, wann ich den vorherigen Buchstabe gedreht hatte, kann mir aber jetzt nicht so richtig vorstellen, dass es wirklich schon so lange her ist. Und auf jeden Fall habe ich das Buch scheinbar schon eine Weile hier liegen, ohne dass ich wusste, dass es da ist. Und jetzt habe ich es aber tatsächlich auch gelesen, was natürlich durch meine Krankheit auch ein bisschen länger gedauert hat. Da war ich jetzt nicht immer so frei für das Schicksal. So, ganz einfach. Ja, also im Schicksal erleben wir, wie der Reporter Vincent Radani, Entschuldigung, der Journalist, er möchte immer nicht Reporter genannt werden, der Journalist Vincent Radani in ein Krankenhaus fährt, wo Cora Schwarz liegt. Wir erfahren am Anfang nicht, warum sie dort ist. Das werde ich jetzt auch nicht verraten. Es dauert eine Weile, bis wir wirklich erfahren, warum sie eigentlich im Krankenhaus liegt, was mich am Anfang ein bisschen... Ich weiß nicht, ich dachte, er hätte es irgendwie vergessen zu erwähnen, aber das gehört scheinbar zur Geschichte dazu, dass wir das erst später erfahren. Cora Schwarz ist eine der bekanntesten Architektinnen Deutschlands und ja, die anderen Journalisten, / Reporter, die kloppen sich gewissermaßen in diesem Krankenhaus darum, zu ihr zu gelangen und was über sie zu schreiben. Vincent ist da ein bisschen anders, er möchte keine Skandal-Stories schreiben und irgendwelche schnellen Berichte, sondern er möchte die Wahrheit haben und ob sie ihm gefällt oder nicht, ist dabei egal. Er möchte aber die Geschichte komplett erzählen, die Menschen, die er interviewt, zu erzählen haben. Und so ist es eben auch da. Er hat zu einer kleinen List gegriffen, um zu Cora Schwarz ins Zimmer zu gelangen. Er hat einen Namen auf einen Zettel geschrieben. Und diesen Zettel dann vorlesen lassen von der Rezeptionistin dort, von der Empfangsdame an der Information. Und durfte damit dann fast direkt zu Cora Schwarz ins Zimmer. Er wurde dann noch von dem Arzt Dr. Eisenbart darüber informiert, dass sie zwar stabil ist, aber sich nicht so sehr aufregen soll und sie ist noch ein bisschen schwach und so. Also er soll ja nett zu ihr sein und sie nicht überlasten, ganz einfach. Also er wurde noch gewarnt. Die Etage, wo Cora liegt, ist auch mit einem Schloss oder einem Zahlenschloss versehen. Also da kommt doch nicht jeder hoch, sondern Vincent ist tatsächlich auch der Einzige, der mit ihr reden darf von allen Journalisten, die da so um das Krankenhaus drumherum versuchen, zu ihr zu gelangen. Ja, und er erfährt dann dort die Geschichte zwischen Cora Schwarz und David Winter. Das ist der Name, den er auf diesem Zettel geschrieben hat.
Angeblich hat er dabei geraten und ja, das große Los gezogen gewissermaßen, damit dass er diesen Namen auf den Zettel geschrieben hat. Ist natürlich nicht ganz korrekt so, da steht, da steckt noch eine ganze Geschichte dahinter, die wir aber erst im Laufe des Buchs erfahren. Wir werden in diesem Roman immer hin und her geworfen zwischen der Gegenwart, sehen, wie es Cora geht, wie es Vincent geht, was er so denkt, was Vincent auch erlebt mit den anderen Reportern, die ihm dann Geld anbieten dafür, dass er sagt, was Cora Schwarz ihm gesagt hat. Und natürlich dann der Vergangenheit, wo wir die ganze Geschichte zwischen, ja, die ganze Geschichte der Freundschaft von David und Cora erfahren, über 30 Jahre Freundschaft, und die beiden würden eigentlich zusammengehören, aber sie sind irgendwie nie zusammengekommen, und es ist irgendwie traurig, aber irgendwie ist es auch in Ordnung so. Ja, das ist eben das, worum es in dem Buch geht, ganz einfach. Ich weiß nicht genau, woran es lag, dass das Buch mir jetzt besser gefallen hat als 131 Briefe. Ich denke, es war einfach die Spannung. Bei 131 Briefe, das war eben so eine Jugendliebesgeschichte, und da hat mir so ein bisschen die Action gefehlt, ganz einfach. Also Michael Schröder hat von Liebesstories so eine andere Ansicht als ich. Also ich brauchte halt bei Liebesgeschichten so ein bisschen Kitsch und ein bisschen was, wo ich mich dann reinträumen kann, und das war eben bei 131 Briefe nicht so. In dem Fall handelt es sich da eher um eine Freundschaft. Und ich denke, da ist es in Ordnung, wenn man den Kitsch weglässt. Und deswegen hat es mir wahrscheinlich auch besser gefallen. Es war immer sehr aufregend, immer sehr spannend. Und natürlich durch die Art und Weise, wie Michael Schröder das erzählt hat, das Ganze, dass man nicht am Anfang sofort alles erfährt, sondern eben erst später, warum sie eigentlich im Krankenhaus ist. Und was alles so mit David Winter passiert ist und wie das Schicksal eben die beiden so ein bisschen gebeutelt hat. Durch die Art und Weise hat mir das Buch einfach besser gefallen, diese Art und Weise von Michael Schröder, das zu erzählen. Und ja, Schreibstil war ganz normal, also wie bei den anderen Büchern auch, aber gut, war sehr bildlich und ja, auch ein bisschen hart. Also er ja, hatte auch ein paar spannende Details drin, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt hätte lesen müssen, so ja, Blut und sowas, ne. Also es war schon teilweise sehr brutal, das Buch, und er hat auch nicht an Details gespart. Kann man machen. Ist in Ordnung. Also ich kam damit klar, es war in Ordnung. Und ich fand es, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja, das, was mir nicht so gefallen hatte, das weiß Michael Schröder schon von selbst. Das ist doch was ich jetzt nicht unbedingt in dieser Buchvorstellung erwähnen möchte. Storytechnisch fand ich das Buch sehr, sehr gut. Ich fand es sehr spannend, es hat mich berührt. Gegen Ende hin war ich auch wirklich traurig, dass es vorbei war. Obwohl es doch relativ viele Seiten hat, muss ich sagen. Gedruckt in Großbritannien sehe ich hier gerade. Wo ist denn jetzt hier? Moment. Ah ja. Es hat insgesamt 490 Seiten, also gar nicht mal so wenig. Aber es lohnt sich von der ersten bis zur letzten Seite, fand ich persönlich, muss ich sagen. Also ich habe es absolut nicht bereut, dass ich es gelesen habe. Und es war einfach die ganze Zeit spannend so. Und es hat mir einfach gefallen, ich weiß auch nicht. Michael Schröder konnte gar nicht verstehen, dass mir das Buch gefallen hat. Also nicht so richtig. Er war sehr überrascht, als ich gesagt habe, ich fand es sehr gut. Er war der Meinung, es würde mir nicht gefallen, aber es hat mir gefallen. Es kam raus am 1. August 2015 und wie gesagt, im November habe ich es mir dann tatsächlich auch gekauft. Es kostet 13,90 €, deswegen hatte ich ja die Amazon-Seite aufgemacht und gemerkt, dass ich das Buch schon eine ganze Weile da habe. Ja, ich fand es wie gesagt sehr gut. Also ich habe nicht bereut, dass ich es gelesen habe. Und ich denke, ich werde mal noch mehr Sachen von ihm lesen. Ja, ich weiß gar nicht. Ach, hier. Naja, gut. Verlag Schröder-Michael.de. Also er hat scheinbar seinen eigenen Verlag oder so. Ich bin mir nicht sicher. Es ist nicht so ein Moment. Es ist doch so ein Amazon-Exemplar, ne? Ja, das stand doch hier gerade. Wo ist denn das jetzt hier? Wo stand das? Ist in Großbritannien, ja. Von Amazon, naja, gut, also hat es im Eigenverlag rausgebracht. Ich finde das Cover so geil, ich muss es immer wieder anstarren. So, also ich fand das Buch, wie gesagt, nicht schlecht. Ist doch schön, dass nach dieser ganzen Zeit, wo ich kein Video gemacht habe, dann wirklich ein positives Video als erstes, ich weiß gar nicht, wie viele Videos habe ich eigentlich dieses Jahr gemacht, keine Ahnung, aber nach der Pause als erstes Video was Positives zu machen, finde ich sehr gut, das gefällt mir.
Ich hatte eigentlich vorher noch ein anderes Buch gelesen, wollte jetzt aber irgendwie das hier vorstellen, weil es jetzt irgendwie aktueller war. Ich muss bei dem anderen erstmal nochmal drüber lesen. Also ich weiß noch, um was es ging, aber ich will natürlich eine relativ qualitativ hochwertige Buchvorstellung machen, was mir tatsächlich so gut wie nie gelingt. Aber ich möchte schon sicher gehen, dass ich keinen Mist erzähle bei dem anderen Buch. Also die nächste Buchvorstellung ist eigentlich das, was ich vorher gelesen hatte. Bevor ich jetzt aber vergessen konnte, worum es in Schicksal geht, wollte ich es eben jetzt mal vorher aufnehmen, ganz einfach. Mal gucken, wann ich dann das andere drehen kann. Auf jeden Fall merke ich schon, meine Stimme geht schon wieder weg, obwohl ich eigentlich gesund bin. Ich weiß noch nicht so richtig, was hier los ist. Ansonsten habe ich mich wahrscheinlich wieder angesteckt und dann gibt es nächste Woche wieder kein Video. Das werden wir dann sehen. Im Moment sind irgendwie alle krank einfach und ich bin jetzt eigentlich wieder gesund. Zumindest war ich es bis vorhin, bis ich das Video angemacht habe und jetzt kommt irgendwie alles wieder zurück. Na gut, dann würde ich sagen, jetzt reicht es erstmal, bevor ich dann nicht mehr reden kann. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dahin alles Gute und bis dann.